Meine Top-Verkäufe 23, von Kuriositäten bis hin zu Dingen, die noch spät auf dem Flohmarkt liegen. Let's go! Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal vielen, vielen Dank für den Support vom letzten Video. Alter, das ging richtig ab und ich habe mich echt mega gefreut und auch vielen Dank für jeden einzelnen Kommentar. Wie ihr wahrscheinlich am Videotitel schon gesehen habt, habe ich mir heute mal was anderes ausgedacht. Flohmärkte jetzt, keine Chance, keine Chance. Es regnet ununterbrochen. Da ich euch aber mit weiteren Content versorgen möchte, habe ich mir mal gedacht, ich zeige euch heute mal ein paar Dinge, die ich in diesem Jahr verkauft habe. Und es sind einige sehr seltene Dinge dabei und Dinge, die man halt auch nicht so häufig sieht. Na, dann wollen wir jetzt mal loslegen. Und zwar, das erste, was ihr seht, ist ein riesen Feuerzeugkonvolut. Da waren wir irgendwie Anfang des Jahres an einem Flohmarkt und auf dem Rückweg haben wir gesehen, da hat ein Herr einfach so einen kleinen Stand aufgebaut. Auf dem Rückweg vom Flohmarkt nach Hause, da sind wir angehalten, der hatte jetzt aber nicht... Passt das so von der Lautstärke her, ja, ne? Was viel Spaß, komisches Gefühl, überall gestreamt zu werden. Daran gewöhnt man sich. Apropos, Freunde, ich hab, ich bin hier drüber mit dem Dings, das checke ich jetzt erst. Kriege ich das hin? Yes, ich krieg das hin. Dann gehe ich mal dahin. Aber shit, das sieht man ja nichts, ne? Wo soll ich hin? Über den Chat? Über den Chat. Wenn ich hier oben bin, dann sieht man wahrscheinlich den Preis nicht, ne? Ich gehe mal über den Chat. Ist ja jetzt nicht schlimm, oder? Mach mal das mal so. Ich muss das dann aber wieder ändern. Oh. Das sieht ja komisch aus. Okay, gut. Also nicht so ein geilen Stuff, aber diese Feuerzeuge, das waren Tischfeuerzeuge. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Nö. Das sind Tischfeuerzeuge gewesen und die fanden wir richtig cool. Da war ein Fahrrad dabei, eine Säule, dann ein Telefon, ich weiß nicht, zig Feuerzeuge. Und die haben wir einmal mitgenommen. Es hat sehr lange gedauert, aber ihr seht ja, was ich damit generieren konnte. 75 Euro, ne? Ja, dann geht's weiter. Und zwar waren wir auf einem Dorfflohmarkt im Sommer irgendwann. Und es war schon ziemlich, ziemlich spät. Ich glaube, es war 12 und er sollte bis 4 gehen. Aber um 10 hat er geöffnet. Ihr wisst ja, normalerweise müsste man um 8 da sein. Aber diese Kassetten lagen tatsächlich noch da. Der Mann wollte 2 Euro haben, hatte da auch noch, ich weiß nicht, eine riesen Kiste voller Bibi Blocksberg Kassetten, die wollte er mir dann noch schenken, die habe ich dann aber da gelassen. Mit Bibi Blocksberg kann ich irgendwie, ach ich weiß nicht, man muss ja auch irgendwie etwas haben in seinem Shop, womit man sich identifizieren kann. Und ja, die habe ich halt sehr gerne. Ich überlege gerade eben, mit was für Produkten ich mich identifiziere. Okay, gucken wir mal weiter. Eine mitgenommen für 2 Euro. Oh, das war auch richtig cool. Oh Mann, das war ein Tag voller Sonne. Also der Tag war wirklich total schön. Mein Sohn war mit. Boah, das ist aber echt ein guter Preis. 98 Playmobil-Ritter und andere Figuren für 75 Euro. Boah, das war ein richtig guter Preis. Das ist ja unter einen Euro pro Figur. Ich verkaufe... Also ich habe mal so Playmobil... so Playmobil-Stuff bekommen aus verschiedenen Jahren und dann habe ich einfach die Playmobil-Figuren raus und habe dann, ich glaube, ich verkaufe eine Playmobil-Figur für 4,99 €. Und tatsächlich haben sich letztens welche verkauft. Da freue ich mich ja immer besonders drüber, wenn der mich auf dem Flohmarkt begleitet. Mein Mann war natürlich auch dabei. Und dann kamen wir an so einem Stand. Also das, ich hatte mich so geärgert, dass ich keine Aufnahmen hatte. Der sah aus wie ein Händlerstand.
So, und da war ein junger Mann hinter mit seinem Vater und wahrscheinlich seiner Mutter. Und die hatten da Godzilla aus, also hatten da Godzilla liegen, dann irgendwelche anderen Dinos aus den 80er, so Riesendinger. Ja, halt eine riesen Playmobil-Kiste. Dann hatten sie noch die OVP von Animal Crossing, der 3DS XL, Animal Crossing. Ja, krass. Das Gerät war leider nicht drin. Wollte der Mann uns noch die OVP schenken, da habe ich ihm noch Geld gegeben und gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ja, und diese riesen Playmobil-Kiste, da waren nur Figuren drin, aber es war auch wirklich, wirklich, wirklich Sauarbeit. Aber wie ihr sehen könnt, die Arbeit hat sich gelohnt und der Herr wollte, also wir haben da wirklich so viel gekauft, dass wir 3 Taschen voll hatten. Wir haben da sehr viel Geld gelassen, obwohl es alles sehr günstig war. Und für, also es waren bestimmt 200 Figuren und ich habe die so ein bisschen aufgeteilt und das Set hat sich schon verkauft, ihr seht ja für wie viel, und für diese riesen Playmobil-Kiste wollte der Papa, nicht der Junge, also der junge Mann, sondern der Papa 7 Euro haben. Die habe ich ihm gegeben und dann 7 Euro? Das war ein Ultraschnapp. Mit Brettspielen? War das zu günstig? Boah. Ich hätte auf jeden Fall ein bisschen mehr verlangt. Aber ist ja immer so das Ding, so möchte man schnell verkaufen, möchte man das ein bisschen halten. Bei mir ist es halt immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel für Produkte irgendwie unter 20 Euro ausgebe, da kann ich die ja 2-3 Jahre halten von mir aus. Ne, bis sie sich dann halt verkaufen fürs Doppelte oder je nachdem. Muss halt immer gucken, okay, wie lange möchte man das Kapital binden. Weil du brauchst ja irgendwie dann auch wieder Cash, um auf den Flohmarkt zu gehen. Zum Beispiel. Beispiel. Jetzt habe ich kurz einen Hänger. Machst du überhaupt Preisanpassungen oder lässt du deinen ersten Preis? Ich mache schon Preisanpassungen. Ja. Beziehungsweise gucke ich dann auch so mal ein bisschen drüber. Ne? So saisonale Ware wird dann dementsprechend dann auch mal angepasst. Für eine kurze Sekunde dachte ich, mein Stream hängt. Ich wollte eigentlich Bleistift sagen, zum Bleistift, aber ich habe es irgendwie nicht rausbekommen. No. Dann kam viel Arbeit auf mich zu. Oh ja, daran erinnere ich mich. Das wird natürlich dann in der Reaction wird das rausgeschnitten, dieser Scheißversprecher gerade eben. Ich auch noch, als wäre es gestern. Ah, das war auch ein wunderschöner Tag, Sommer. Jetzt wird es ja leider Winter, es ist echt kalt, es regnet, es ist ganz furchtbar. Geil! Richtig cooles Wetter, um nicht rauszugehen. Ich gehe ja so oder so nicht raus, ob jetzt draußen Sonne scheint oder nicht. Na, ich habe ja eigentlich auch keinen Grund rauszugehen. Ja, außer halt auf dem Flohmarkt. Und von daher juckt es mich tatsächlich gar nicht, ob es jetzt Winter oder Sommer ist. Ne? Ich trage ja sonst eigentlich eh immer Hoodie. Aber die Siedler habe ich auch schon verkauft, ja. Siedler, Seefahrer, Erweiterung, 5 bis 6 Spieler, 1998, 40 Euro, ist sehr gut. Und wir waren, es war ein kleiner Straßenflohmarkt. Eine halbe Stunde von hier entfernt, es war kein Dorfflohmarkt, sondern so ein Anwohnerflohmarkt. Und wir waren eine der ersten und haben an dem Tag auch, ja, einigermaßen gut gefunden. Und also das Teil und noch ein anderes Teil habe ich bei derselben Frau gekauft. Ja, das Teil war halt auch so ein Goldstück. Ich wusste, Siedler von Catan, 5. und 6. Die Erweiterung für den 5. und 6. Spieler in Holz gibt es selten. Das habe ich dann mitgenommen und das auch. Das war auch noch von in Original verpackt. Ich weiß nicht, wer das Schwarze Auge kennt. Auf jeden Fall ist das ein Rollenspiel. Da kann man sich in den Kreis setzen, vielleicht zum Lagerfeuer. Ich stelle mir das immer total romantisch vor. Vielleicht an so einem Lagerfeuer und dann... Was ist denn Romantik? Erzählt einer die Geschichte und alle anderen machen mit. Also es ist wirklich ein tolles Spiel und ja, ich würde es auch gerne mal spielen. Es gibt ja auch so richtige Gruppen, da hatte ich auch schon... Ja, das ist echt krass. Es gibt tatsächlich so richtige Brettspiel-Nerds. Wo es halt auch Videospiel-Nerds gibt, es gibt so viele Nerds, aber halt Nerds soll nicht abgewertet klingen. Ich bin ja selber auch einer. Wir sind ja eigentlich alle Nerds.
Und ich finde das cool, wenn man sich in so ein Thema reinsteigert und dann dementsprechend auch spielt. Ne? Also ich zum Beispiel, Skibbo, ne? Skibbo habe ich damals schon als Kind immer gezockt. Und Skibbo nehme ich eigentlich auch immer mit und zock's. Und du kannst ja währenddessen du eigentlich auch das Ganze zockst, überprüfen, ob es vollständig ist. Das merkt man dann ja ganz schnell, wenn man mal eine Runde, eine Session zockt. Deswegen hast du auch ständig Halsschmerzen. Fassler kurz mal Fenster auf und Fassler kriegt eine Grippe. Ja, stimmt, ich setze mich tatsächlich wenig Bakterien aus. Ich lebe hier in meiner Höhle. Na, hier riecht es wahrscheinlich auch wie in der Höhle. Und dann dementsprechend, ja, na, that's life. Nur am Wochenende geht's raus. Ansonsten bin ich nur hier am PC. Für euch. Um Content zu machen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was machen. So. Schreit wieder nach Couch. Ich habe letztens Städte und Ritter Seefahrer für insgesamt 11 Euro bekommen. Verrückt. Geil. Fachleute. Als Brettspiel-Nerd tut es immer so weh, ein Monopoly zu kaufen. Ja, also kenne ich, weil da, dann ist dieses, wie soll ich das sagen? Das habe ich auch ziemlich oft bei so Produkten, wo mich zum Beispiel an meine Kindheit übelst erinnern, die will ich gar nicht verkaufen. Aber jetzt mittlerweile bin ich auch wieder an so einem Punkt angekommen, wo ich mir so denke, so, alles muss raus, ne? Winterschlussverkauf. Alles muss raus. Es muss alles raus. Aber halt natürlich die Sachen, die mich an meine Kindheit erinnern, die bleiben da. Aber sonst muss alles raus. Mal überlegt, mich anzumelden. Auf jeden Fall war das Teil noch neu und bezahlt für diese beiden Sachen habe ich dann letztendlich 10 Euro für die beiden Sachen, also 5 Euro für das schwarze Auge, 5 Euro für die Siedler von Catan und ich denke, das war wirklich, wirklich ein toller Schnapper. Ja, sowas Übelst. kaufe ich halt auch gerne auf meinem Ramschflohmarkt. Ihr kennt ja meine Videos. Walkman. Ja, was gebe ich dafür aus? Höchstens 5 Euro, weil oft leider die Walkmans nicht funktionieren. Ich bin mir aber fast sicher, dass ich für diesen Walkman 3 Euro bezahlt habe, weil die 5 Euro Walkmans alle kaputt sind, tatsächlich, und müssen erstmal repariert werden. Darum kümmert sich der Herr des Hauses. Da bin ich auch sehr froh drüber und möchte mich auf diesem Weg einmal bei ihm bedanken. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, er guckt ja sowieso das Video und dann kann man ihn auch mal netterweise erwähnen. Ja, 3 Euro für das Teil, das hat auch wunderbar funktioniert, musste nicht repariert werden, von außen ein bisschen abgewischt und guter Verkauf. Oh ja, das war. Solche Walkmänner gehen richtig gut, ne? Haben wir ja auch letztens gesehen, ne? Diesen Sony Walkman, wo ich gefunden habe. Das schmeckt schon ordentlich. Kann man auch meiner Meinung nach immer so für ein paar Euro mitnehmen, auf Verdacht und wenn er freckt ist, dann landet er Müll oder aber du lässt ihn reparieren, ne? Oder du tust ihn selber reparieren. Wie kann man denn recht unkompliziert Brettspiele verschicken, in Luftpolsterfolie, Backpapier einwickeln und weg? Ja, das kann man machen, aber sei dir bewusst, Weihnachten kommt und die Postboten stellen jetzt sozusagen, also halt die Leute bei DHL, Hermes und sonst was, die haben immer so ein Kontingent an Mitarbeiter, ist ja völlig verständlich. Und dann holen die sich halt, ich weiß gar nicht, wie die das machen, aber die holen sich halt entweder tun die neue Leute anstellen, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die holen sich das irgendwie von so Subunternehmen und holen dann halt sozusagen Leute rein, die dann auch mit die Sachen ausliefern. Ist ja völlig verständlich, das sind, also da gehen ja Millionen Sendungen allein in Deutschland, wahrscheinlich auch pro Tag und werden auch zugestellt. Und da sollte man immer beachten, auch jetzt zur Weihnachtszeit vielleicht das ein oder andere Brettspiel dann eher in einem Karton zu versenden, weil wenn du jetzt nur mit Luftpolsterfolie und Backpapier versendest, würde ich zu einem, ja, dann eher erst wieder so ab Januar, Februar rum, wenn es dann wieder abflacht.
Weil die schwatten das einfach so rein, so zack, das ist scheißegal, wenn es kaputt ist, ist es kaputt, das wird trotzdem zugestellt, es wird eingedrückt, keine Ahnung. Ne, manche Sachen werden ja zugestellt, wie unter aller Sau, und da sollte man schon Achtung darauf geben. Monopoly ist kein gutes Spiel. Okay. Ich habe einen Sony Direct Drive Walkman vor gar nicht so langer Zeit einfach mal für 150 Euro verkauft. Gute Marge bei 3 Euro Einkauf. Unser Charlie, den kenne ich auch. Das ist doch so ein Affe. 74 Euro? Ja, auch. So geil. Also dieser Kauf mit unserem Charlie, da bin ich, oh mein Gott, Leute, da bin ich mit meinem Sohn im tiefsten Winter erstmal anderthalb Stunden zu einem Flohmarkt gefahren, der überdacht war oder eher gesagt in einer Halle war. Der kostete auch Eintritt, haben wir gezahlt. Jetzt kommen wir in diese Halle und ratet mal, was es da gab. Man zahlt für Hallenflohmärkte Eintritt? Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen beim Reintragen? Das ist der Money Glitch. Es gab Porzellan, selbstgemachte Sachen. Jo, dann Klamotten natürlich, Kinderklamotten, und ansonsten gab es leider gar nichts. Ich habe an diesem Tag mit meinem Sohn nichts weiter mitgenommen, außer diesen Charlie und noch einen kleineren Charlie, der war in der Größe. Den habe ich damals für 32 Euro verkauft. Für den großen seht ihr ja, was ich bekommen habe. Und gezahlt hatte ich 5 Euro für beide Plüschtiere, sodass es sich dann doch letztendlich einigermaßen gelohnt hat. Das Schlimme war, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, es waren Minusgrade. Also wirklich von jetzt auf gleich, und mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, irgendwas ist mit meinem Auto nicht richtig, weil ich ständig weggerutscht bin, nach da gerutscht bin, nach da gerutscht bin. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, und dann bin ich langsamer gefahren. Ich bin echt heilfroh, dass uns nichts passiert ist. Also es war wirklich, ja, ein kleiner Höllentrip für Drift. Habe ich auch mal damals gemacht. Ich hatte tatsächlich immer so ein Winterauto, weil ich ganz genau gewusst habe, dass ich damit so ein bisschen driften will. Ja, hat nicht so gut geklappt. Total Schaden. 2. Unser Charlie-Plüschtiere. Oh ja, Leute, das ist mal wieder so ein Verkauf. Ach, was soll ich sagen? Im Sommer super. Die Teile auf dem Flohmarkt kosten wirklich nicht viel Geld. Die Leute wollen das loswerden, brauchen es nicht mehr. So ein Eiskühler, egal welche Marke, Bacardi, ich weiß nicht, was es alles gibt. Auf jeden Fall. Smirnoff, Wodka Gorbatschow habe ich zum Beispiel in Frankfurt bei Patron mitgenommen. Bacardi kaufe ich am liebsten, davon habe ich auch schon einige verkauft. Und ja, ihr seht ja, auch das kann sich lohnen. Und für den habe ich damals genau 3 Euro bei einem jungen Mädel bezahlt. Oh, auch wieder nur 3 Euro? Mein Gott, daran erinnere ich mich auch noch. Und glaubt mir, Leute, ihr denkt... Wenn man, also halt, wenn ich mich jetzt so erinnern müsste an die ganzen Sales, ich weiß ja noch nicht mal, was ich gestern gemacht habe. Irgendwie ist das bei mir komplett immer, also ganz schwierig derzeit auch, oder halt eigentlich immer. Ich vergesse echt richtig viel. Dungeons and Dragons, ewiger Winterparker. Ein Markertür, Fehlsammler. Lol, 90 immer Euro. Alle resellen wäre so einfach. Leider ist es das nicht. Und zwar kann ich euch auch eine Geschichte erzählen. Oh, das Video wird, glaube ich, ganz schön lang. Und ich hoffe, ich langweile euch nicht. Nein. Gab es bei uns auf... Also, in unserer Stadt gab es einen Flohmarkt und wir haben verkauft. Ich habe Klamotten verkauft. Arne hat ein paar Videospiele verkauft für günstig, die er doppelt hatte. Gegenüber packte ein Mann 2 Gesellschaftsspiele aus. Und zwar einmal The Descent und einmal Dragons and Dungeons. So, dann... ja, was wollte er haben? Erst wollte er... Ich glaube, 25 pro Spiel haben, und wir haben uns dann auf 30 geeinigt. Für 30 Euro habe ich den Dungeons and Dragons bekommen und The Descent. So, jetzt waren wir zu Hause. Ich habe das alles fotografiert und wollte zählen. Dann ist mir aufgefallen, dass bei Dungeons and Dragons
auch noch die Erweiterung Ewiger Winter mit drin war. Alter Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig es war, das alles auseinanderzufummeln. Bei den Figuren ging es noch, weil der eisige Winter es war eigentlich nur ein Drache dabei, der anders aussah. Alle anderen waren irgendwie fast gleich. Und wir saßen da tatsächlich, lass mich lügen, 5 Stunden dran, um das komplett auseinanderzufummeln, um zu gucken, welche Karten gehören in dieses Set, welche Würfel gehören in dieses Set, was gehört in dieses andere Set, ist es vollständig. Also wir saßen wirklich an einem Riesentisch, haben alles ausgebreitet. Ich habe im Internet gesucht, mir die Karten ausgedruckt, wenn jemand die Einzelkarten verkauft hat. Also Leute, erstens, es ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Vor allem gibt's da keine Anleitung bei Dungeons & Dragons? Gibt's da nicht irgendwie eine Anleitung oder so, wo man sich runterladen kann, einmal ausdruckt und dann so kontrolliert? Vor allen Dingen, wenn du Gesellschaftsspiele kaufst, das zu zählen, zu gucken, ist es vollständig. Dann, wenn du sowas hast, natürlich hat es sich gelohnt. Ihr seht es ja, weil dieses Spiel ist sehr, sehr selten. Gerade der ewige Winter, den gibt es selten auf eBay und deswegen habe ich mich doch gefreut, dass alles aber wie gesagt, es war sau Arbeit. Ja, an den Kauf kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Das ist schon ein bisschen länger her und ich hatte noch überhaupt nicht so viel Plan. Ich weiß nicht, die Leute, die es mitgekriegt haben, ich habe ja angefangen von null. Also wirklich von null, mit keinem Plan, einfach in YouTube reingestürzt, mit keinem Plan, irgendwie irgendwelche random Sachen gekauft, die teilweise noch in meinem Laden. Nee, hol mir eine von der Ararat. Ups. Ja, dann nimm meinen. Da ist mein Geldbeutel. Da liegt mein Geldbeutel da hinten. Kurze Unterbrechung. Frau Fasser holt natürlich jetzt was zu essen. Sie hat kein Geld. Du hast du da drin, oder? Habe ich da drin Geld? Ja, ne? Ja, safe. Okay. Immer mies in der Reaction zu unterbrechen. Okay, gut, machen wir weiter. Knuffelbunt Prinzessin Hasbro, okay. Lager liegen. Und das war auch so ein Kauf. Ich hatte nicht wirklich Plan. Ich habe nur gesehen, oh, das Ding sieht alt aus und irgendwie hat es bunte Haare. Ich glaube, das ist ein bisschen retro. Naja. Ja, okay, gut, da wird auch noch stehen 60 Karten oder 50 Figuren. Und da denkst du dir so, welche? Ja, okay, wenn das so ein bisschen gemischt ist, stelle ich mir auch schon schwierig vor, ja. Was ist denn los? Haut mal ab. Weg. Okay, gut. Frau Fasser jagt jetzt nach Essen. Bin mal gespannt, ob sie irgendwas Vegetarisches für mich findet. Doch, aber da waren die Einzelkarten nicht beschrieben. Ach so. Schauen wir mal. Oh, die Dame wollte am Anfang 15 Euro für dieses Ding haben. Ach du Scheiße. Ach, irgendwas. Hätte ich aber, also wenn ich, ohne Mist, Freunde, wenn ich genau wüsste, ich kriege dafür 50 Euro, würde ich auch 15 Euro bezahlen. Ne? So einen Großteil der Sachen, die ich tatsächlich so zum ersten Mal mitnehme, das ist alles Bauchgefühl. Das habe ich mir jetzt über die Jahre hinweg antrainiert, dieses Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl bekommst du, indem du Risiken eingehst. Was ist dieses Risiko? Das Risiko ist, entweder bezahlst du zu viel Geld oder du kriegst es nicht los. Das sind so die zwei Risiken, die man auf dem Flohmarkt hat. Entweder man bezahlt zu viel Kohle oder man bekommt es nicht los. Und das ist wichtig, man muss, wenn man auf den Flohmarkt geht, oder so dieses Reselling lernst du einfach am besten auf dem Flohmarkt. Da gehst du auch Risiken ein und du gehst kleine Risiken ein oder meist kleine Risiken ein. Wenn ihr zum Beispiel mit Kryptowährungen und sowas dich beschäftigst oder auch mit Aktien oder auch mit Gold oder was weiß ich oder auch mit Immobilien, ne, so eine Wohnung kostet halt einfach nicht 50 Euro oder 15 Euro, sondern halt, kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man wohnt, halt richtig Cash.
Und so habe ich mir auch mit der Zeit immer dieses Bauchgefühl antrainiert. Man geht Risiken ein. Klar hat man auch mal Zeug dabei, das verkauft sich nicht oder du hast zu viel dafür bezahlt. Aber das Wissen, das, du zahlst damit einfach dein Wissen, deine Erfahrung. Und das kann dir dann unterm Strich dann gar keiner mehr nehmen, weil das ja, kannst du ja nicht löschen. Du kannst es vielleicht vergessen, ja. Aber mit der Zeit trainierst du dir einfach so ein Bauchgefühl an. Dann haben wir uns auf 7 Euro geeinigt. Das Ding lag auch sehr, 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 sehr lange in meinem Lager. Aber letztendlich hat es sich doch für den Preis verkauft. Und ein bisschen traurig war ich auch, weil ich finde diese Knuffelbunts, jetzt weiß ich ja, wie sie heißen, diese Knuffelbunts echt, echt nice und niedlich. Ne? Aber Leute, jetzt mal im Ernst, man kann leider nicht alles behalten und alles sammeln. Ne? Obwohl ich echt schon angefangen habe. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber mittlerweile ist meine kleine Sammlung schon zu einer großen Sammlung geworden. Und da hatte ich mir auch schon mal überlegt, dass ich vielleicht mal eine Reihe von unserer Sammlung mache, damit ich euch auch im Winter irgendwie unterhalten kann. Und damit geht's dann nächste Woche los. Ja, das Teil habe ich auch auf dem Ramschflohmarkt, wo ich immer bin, gekauft. Was wollen sie dafür haben? Euro. Sagen zwei, du sagst eins, die sagen in Ordnung. Ich kannte das aber schon, weil ich Findus und Pettersen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, damals hat mein Sohn das, wir haben Bücher davon gehabt, deswegen kannte ich Findus und Pettersen. Und die beiden Handpuppen, das sind Handpuppen. Je dicker der Bauch, umso mehr mehr Gefühl hat man. Ja, das kann sein. Ne? Spielerpuppen, sehr qualitativ, also hochqualitativ, wirklich. Also die fassen sich auch wirklich gut an. Und ja, die hatte ich mal bei den Retro-Monkeys gesehen und seitdem nehme ich sie mit. Ja, und Findus und Pettersen zusammen verkaufen sich für einen Fuffi und Pettersen alleine, seht ihr ja. Oh ja, auch an diesen Kauf kann ich mich erinnern. Wieder auf meinem Ramschflohmarkt und... Na, mit Lieferando habe ich jetzt nicht so tolle Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ach, es war so ein dreckiges Wetter. Es war nass, es war kalt. Oh Mann, und wir hatten auch so gut wie gar nichts gefunden. Und dann kam ein Händler und der kam ziemlich spät, so um 8:30, 9 und hat angefangen auszupacken und er hat einfach alles aus seinem LKW genommen, in Tüten auf die Tische geschmissen und jedem Käufer oder jemand, der kaufen wollte, einfach eine Tüte in die Hand gedrückt und hat gesagt, mach mal voll. Und wir haben also alles das, was danach aussah, was irgendwie gut zu resellen geht, haben wir in die Tüte gepackt. Wobei ich sagen muss, ich hatte mir auch so einen Haufen bei ihm Bravo-Hits mitgenommen. Ich glaube, angefangen von 6, 7, 8, 9, 10. Also 7 Stück waren es, glaube ich. Die habe ich mit in die Tüte gepackt und dann, ach, noch Schlüsselanhänger mit Schlüssel dran. Ich weiß gar nicht, Plüschtiere hier, wie heißen sie? Peppa Pig und ich habe keine Ahnung. Diese Jacke war auch dabei. Alles in diesen Sack wollte er zum Schluss 20 Euro haben, habe ich ihm gegeben. Ich habe gedacht, probiere ich mal aus. Ich habe mal gehört, mein Sohn hat mir erzählt, dass Designer irgendwie solche Jacken aufkaufen und was Besonderes draus machen. Ich weiß es nicht. Sie war nicht lange in meinem Shop, ich glaube 2-3 Tage. Könnte man eigentlich auch immer anziehen so. Ziehst eine Lieferando-Jacke an und machst dann YouTube-Videos drüber, wie du Leute fragst, ob sie was bestellt haben. So halt auf Pranks angelehnt. Genau, da war ich gerade auf dem Weg zum Camp und da wurde sie verkauft. Genau in dem Moment, als wir fast beim Camp waren, habe ich die Nachricht gekriegt, die Jacke wurde verkauft. Ja, so kann's gehen. Ja, und wieder so eine Überraschung. Keine Ahnung. Ey, Teletubbies ohne Scheiß, ne? Teletubbies, die vor allem die Figuren, die die Augen zumachen, wenn du sie hinlegst und wieder hochnimmst, dann machen dann da auch wieder die Augen auf. Die verkaufen sich richtig, richtig gut. Und da haben wir hier sogar einen Backpack, einen Kinderrucksack. Lag auf dem Boden. Ich habe nur gesehen, Teletubby, ja,
Rucksack? Weiß nicht. Kauft jemand vielleicht auch nicht? Mal sehen. Der Herr wollte 3 Euro haben. Die hat er von mir tatsächlich auch bekommen. Da habe ich gar nicht gehandelt. Die habe ich ihm in die Hand gedrückt. Ja, und ihr seht, ein Teletubby-Rucksack ist auch teuer tatsächlich. Also manchmal habe ich auch in meinen Verkäufen echt, echt krasse Überraschungen dabei. Und ich hoffe, euch geht's auch so. Oh ja, auch daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ich meine, es ist ja alles in diesem Jahr passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr euch an jeden Kauf oder an so besonderen Käufen, eigentlich, ich kann mich fast an jeden Kauf von mir irgendwie erinnern. Da ist, ich weiß nicht, ich glaube, von meinem Gedächtnis her bin ich echt schon in so einem, in so einem Greisenalter angekommen. Kann ich mir echt nicht merken. Jo. Und weiß auch heute meist noch, was ich dafür bezahlt habe und auch für wie viel das verkauft wurde. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil ich mich damit auch wirklich, wirklich viel beschäftige und sehr viel auseinandersetze. Auf jeden Fall, die Leute, die meine Videos gucken, die wissen, dass wir mal einen Stand gefunden haben, wo es nur Dinge aus dem Kino gab. Da habe ich die Plüschfiguren mitgenommen von In einem Land vor unserer Zeit. Dann habe ich noch Filmposter mitgenommen von E.T. und The Wanderer. Auf jeden Fall habe ich diese beiden Christbaumkugeln gesehen. Und die hatte so viele da, ich glaube 20, 30 Stück. Und ich hatte nur 2 zum Ausprobieren mitgenommen. Ja, zum Ausprobieren. Die Dame werde ich nie wiedersehen. Und naja, Dummheit wird bestraft. Eine Lady hat genau diese beiden Kugeln gekauft für diesen Preis und bezahlt habe ich pro Kugel 1 Euro. Ja, The Grinch. Die waren. Aber das ist auch krass, ne? Auch sehr, sehr krasse Schnapper hier, ne? Ich hätte alle gekauft. Aber ich wüsste auch jetzt nicht, dass die Weihnachtskugeln so gut gingen. Also hätte ich wahrscheinlich gar keine gekauft. Die waren aber auch wirklich hübsch, also das kann man nicht anders sagen. Sehr hübsche Grinch-Kugeln. Ja. Aber jetzt werde ich alle kaufen, nach dem Video natürlich. Auch daran kann ich mich natürlich gut erinnern. Wieder ein Tag, nur mit Regen, kaum Stände und man ist wieder eine Stunde gefahren und kaum Händler da, kaum Private. Wenn sie da war, also wenn es Videospiele gab oder etwas für unsere Sammlung, waren das alles eBay-Preise und es waren Privatverkäufer. Ja, und dann war da ein Mann. Und der hatte einen sehr großen Stand und der hat auch gerade erst ausgepackt, da war es schon 8:30 oder so. Und der hatte einen Riesentisch. Leute, einen Riesentisch voll mit Brettspielen, die ihr noch nie gesehen habt. Und ich habe nur so gedacht, wow, das ist alles super, super selten. Also ich habe, was habe ich davon gesehen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Wildlife. Also dieses Ravensburger Wildlife, das war das einzige Spiel, was ich kannte. Das hatte ich auch liegen gelassen, dumm wie ich bin, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte der da bestimmt 40... Ich glaube, Wildlife geht gar nicht so gut. Das heißt doch anders. 50 Brettspiele liegen und alles Kuriositäten. Und ich habe gedacht, oh, wir haben eh nichts gekauft. Also wir hatten wirklich... Ach doch, ein paar DS-Spiele hatten wir gekauft für günstig. Aber... auch nicht der Rede wert. Und da habe ich gedacht, bevor ich jetzt mit nichts nach Hause fahre, suche ich mir 8 Spiele aus, die mir irgendwie ins Auge fallen und die, ja, weiß ich nicht, die... Huch! Oh Gott, oh Schreck, das war dieses Teil hier. Die nach... Komplett eskaliert, fühle ich aber. Ich eskaliere auch immer so. Ich weiß nicht, die wertvoll aussehen. Ich hasse Stechmücken zum Beispiel. Ich hasse Stechmücken. Na, wenn die mich immer angreifen, da raste ich auch immer komplett aus. Dann würde ich am liebsten das Haus abfackeln und umziehen. Genauso wie bei Spinnen. Aber tatsächlich habe ich jetzt gelernt, die auch nicht mehr zu töten, sondern ich lasse es einfach der Frau Fasser machen. Frau Fasser tut das einfach in so ein Glas, zack, und wir tun sie raus.
mal so. Ja, 8 Spiele habe ich 40 Euro für gezahlt. Er wollte 5 Euro pro Spiel. Er hat auch gesagt, Mensch Mädel, die Spiele sind sehr teuer, musst du mal im Internet gucken. Er wusste, dass er da Kuriositäten hat und dass die teilweise auch sehr teuer sind. Er hat uns dann erzählt, er verkauft die in Hamburg und er hatte, ich glaube, 300 Brettspiele oder so vom Sammler gehabt. Ach du Scheiße. Die waren auch tatsächlich alle vollzählig. Man glaubt es nicht. Ja, und eins davon, und zwar das hier, es geht um dieses, was ich euch hier schon die ganze Zeit einblende. Das heißt Full Metal Planet. Und das sind alles so kleine Zinnfiguren da drin. Und Steinchen und ich weiß nicht was. Auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel. Und das kommt aus Frankreich. Und ganz oft ist es leider so, dass da nur die französische Anleitung mit drin war. Und ich hatte das Glück, dieses Spiel zu finden. Ja, da war eine deutsche Anleitung mit drin. Dieses Spiel ist äußerst, äußerst selten und wurde, glaube ich, dieses Jahr 2-mal nur auf eBay verkauft. Und damit habe ich wirklich, wirklich einen Glückstreffer gemacht, weil ich echt sehr viel Geld gekriegt habe. 5 Euro Einsatz. Und ihr seht ja, für was ich es verkauft habe. Also es lohnt sich auch mal einfach nach seinem Bauchgefühl zu gehen und einfach irgendwas mitzunehmen, was ja, einfach mal sich auszuprobieren. Ja, dieses Spiel, genau dasselbe. 165 Euro ist aber richtig krass, ne? Fische, Fluppen, Frikadellen, das sah irgendwie, hatte ein wirklich geiles Cover. Also wirklich, das sah irgendwie ganz kurios aus. Haben wir mitgenommen und auch das lag nicht lange in meinem Shop. Oh, bitte, ich finde das Full Metal Planet, finde ich am Wochenende auf dem Flohmarkt. Positive Vibes. Ah. Ja, Wild Dive geht für 40. Ja, da habe ich ein anderes gemeint. Jetzt im Nachhinein bereue ich jetzt wirklich, dass ich nicht mein ganzes Auto mit diesen ganzen Spielen vollgepackt habe und die einfach... Wie viel haben jetzt die Brettspiele nochmal gekostet? ...mitgenommen hätte und... Überhört. Ja, irgendwie richtig geile Spiele so... Ja, für mich einfach behalten hätte, weil... es da wirklich sehr Fünfer. Seltene Sachen gab. So, jetzt kommen wir mal zu meinem letzten. Positive Vibes. Wir beschwören die positiven Geister. Verkauf für heute. Wieder ein Walkman und zwar von der Firma Ivor. Ja, in einem wirklich tollen Zustand. Auch da war alles heil. Bezahlt dafür habe ich 3 Euro und ich liebe Walkmans. Ich nehme sie unheimlich gern mit, auch wenn ich weiß, sie könnten kaputt sein. Aber ich weiß, es bringt halt... Und ich sammle Walkmans nicht. Wenn ich mal einen Walkman in OVP finden würde, den würde ich mir mit ins Regal stellen. Aber mein Regal ist mittlerweile auch schon so voll. Aber das werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Folgen sehen. Da werde ich euch einfach mal, ja, unsere besten Stücke aus unserer Sammlung vorstellen. Vielleicht interessiert das auch den einen oder anderen. Natürlich. Auf jeden Fall möchte ich euch weiterhin mit Content versorgen. Ja, vielleicht kommt das ja auch gut an. Wir werden sehen. Falls es ein Flohmarktvideo geben sollte, wird das Flohmarktvideo, ja, das werde ich dann einfach irgendwie sonntags oder so hochladen, damit ich ein bisschen Zeit habe, das zu bearbeiten. Ja. Und ich würde sagen, das war's. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mal einen anderen Blickwinkel von Niki Dehn zu sehen. Weil, ja, ich zeige euch immer nur das, was ich kaufe und blende euch ein paar Preise ein, für was es verkauft werden könnte. Und jetzt habe ich euch einfach mal die besten Sachen für mich, weil es einfach günstig war oder weil es kurios war oder weil es einfach super selten war oder weil es einfach nachmittags um 12 noch auf dem Flohmarkt liegt. Ja, ich wollte euch einfach mal einen anderen Einblick zeigen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, ihr lasst einen Daumen da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne jetzt, ist kostenlos. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Ciao, ciao! Ja, war auf jeden Fall ein echt wildes Video. Richtig coole Verkäufe gehabt. Auch wird da viel dazugelernt, so einen Großteil da davon, wo du verkauft hast, habe ich einfach auch noch gar nicht wirklich jemals auf dem Flohmarkt gesehen. Aber wenn ich es jetzt sehe, natürlich hat sich das hier dann da oben eingebrannt. Alles andere vergesse ich und die guten Funde werde ich definitiv
vielleicht auch mal auf dem Flohmarkt finden. Wir gucken mal. Na, also wir lassen hier auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Warte mal.